Rötz ist back. Herzlich willkommen zurück bei Manor Lords. Rötzlingen, Neurötzlingen, Oberrötzlingen und Unterrötzlingen benötigen wieder unsere Unterstützung. Und ich glaube, ich gehe bei Manor Lords immer auf diese Seite. Und wir legen los. Ihr habt natürlich nichts verpasst. Ich spiele doch nicht ohne euch. Ich bin doch nicht bekloppt. Es regnet in Rötzlingen. Oh mein Gott. Es ist hier Oktober. Und das Schmuddelwetter ist leider auch nicht zu verhindern in unserer großartigen Mittelalterstadt Rötzlingen. Man muss ein bisschen aufpassen mit so Safe Games, weil es, glaube ich, Updates gibt mittlerweile schon für Manor Lords und es kann sein, dass dann auch Spielstände zerschossen werden. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben. Der hier geht jedenfalls noch. Und wir haben ja hier unser großartiges Rötzlingen in Baseballfeld-Architektur angelegt und direkt nebenan befindet sich Neurötzling, hier befindet sich Unterrötzling und das ist Oberrötzling. Das hier ist der infame Feind, das ist nämlich Hildebold von Bärenäute. Der hat sich hier diese drei Stücke aus dem Kuchen, der eigentlich mir gehört, genommen. Dafür muss er später büßen. Und wir haben einige gute Entwicklungen in der letzten Zeit zu vermelden. Wir haben nämlich in Rötzling 81% Zufriedenheit. Das ist großartig. Das bedeutet nämlich, wir bekommen Bevölkerungszuwachs. Wir haben sehr viel freistehenden Wohnraum. Das alleine hat die Leute nicht dazu motiviert, hierher zu ziehen. Aber dadurch, dass die Zufriedenheit der Menschen, die jetzt hier leben, so hoch ist und sich das herumgesprochen hat im ganzen Mittelalter, kehren sie in Scharen ein und besetzen jetzt hier also auch die bislang unbesetzten Höfe. Wir sehen hier, da lebt zum Beispiel noch niemand. Alles, was hier gebaut wurde, es ist einfach komplett leer. Aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Ah, nur noch 73%. Aber das ist egal. Die Tendenz spricht für uns. Wir haben die Steuern rausgenommen, damit sich die Zufriedenheit ausbreitet. Und wir haben auch gut Geld. Das heißt, wir werden immer schön handeln und Bier und alles kaufen, was die Leute wollen. Einmal auf die Tab-Taste gedrückt und das Spiel verrät uns auch, woran es eventuell noch mangelt. Ich sehe hier Brot. Wird sich gewünscht, aber das ist alles kein Problem. Wir haben ja mittlerweile auch eine tolle Bäckerei und die hat 47 Brote. Also da müssen wir uns über nichts Gedanken machen. Alles ist großartig, alles ist fantastisch, Rötzlingen blüht. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Neurötzlingen ebenso in ein goldenes Zeitalter hineingeführt wird durch unsere glorreichen Taten. Wir bedanken uns bei Shock Music für den Support. Das geht natürlich in erster Linie auch nach Rötzlingen und Neurötzlingen, dieser Support. Hier haben wir die Taverne gebaut. Das Problem ist, was mich das letzte Mal ein bisschen genervt hatte, ist, dass man nicht die Waren hin und her schieben kann, wie man es gerade möchte, sondern man braucht für alles so eine Packstation. Und wir hatten jetzt den Plan, Farbstoffe gegen Dachziegel zu tauschen. Und dann müssen wir mal gucken, wie es hier aussieht. Die Färberei, ja, die legt gut los. Wir haben nämlich in Neurötzlingen ein sehr großes Bärenvorkommen, das jetzt erschöpft ist, weil es ist Oktober und da wird nicht mehr viel wachsen. Aber im Grundsatz haben wir hier 256 Bären und das ist ultra viel, weil wir in Neurötzling auch Forstwirtschaft geskillt haben. Das gibt uns die doppelte Anzahl Bären und da wir sowieso hier schon ein, sieht man an der Krone, ein üppiges Vorkommen haben, haben wir lächerliche 256 Bären. Das ist wirklich Weltklasse und deswegen werden wir natürlich auch alle Produkte, die mit Bären zu tun haben, exportieren. Hier nehmen wir mal, können wir eigentlich schon jemanden rausnehmen, es sind nur noch 4 Bären da drin, aber die kannst du auch noch, was haben wir, wie sieht's aus, oh Alter, wir haben 201 Bären, wir haben für 24 Monate Nahrung, Rötzling ist einfach sehr gut, Neurötzling ist sehr gut aufgestellt. Hier ist die Jägerhütte, hat die noch was zu tun, ja, muss auch noch ein bisschen abwarten, okay, Rötz. Wir können natürlich auch in unserem Handelsposten Sachen verkaufen, ne? Da sieht man auch, bei Materials müsste Farbstoffe sein, da kriegen wir 4 Silbertaler pro Farbstoff. Könnte man natürlich auch machen, aber ich handle lieber mit mir selbst. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Steine. Oh, das Lager ist voll. Ah, okay. Vielleicht müssen wir noch ein weiteres Lager errichten. Was ist denn eigentlich unser Lager hier oben, ne? Da, großes Lagerhaus. 26 Steine. So,
Wir brauchen für die nächste Siedlungsstufe 3 Stufe 3 Gebäude. Und dafür brauchen wir Bier. Und wir brauchen eine bessere Kirche. Die Kirche müssten wir doch eigentlich schon aufwerten können. Oh ne, da fehlen diese Dachziegel, genau. Deswegen habe ich das, den Import in Auftrag gegeben. Okay, und in Rötzling ist dann das Gegenpart. Und zwar, hier ist die Packstation. Ah ja, das haben wir auch gemacht, sehr gut. Ja, das müsste ja eigentlich funktionieren. Das ist alles... Ah, das springt immer so komisch. Eigentlich ist alles so, wie es sein soll. Ey! Wir müssen nur gucken, dass wir... Stallfläche sind auch welche. Okay, wir haben auch Vieh hier drin. Wir haben auch einen Packesel. Da haben Pferd und Packesel. Eigentlich ist alles gut. Müsste funktionieren. Machen aber nichts. Ich weiß nicht, warum die nicht loslegen. Wir haben auf jeden Fall genug Dachziegel. In Rötzling. Was ist der Fehler jetzt? Warum machen die das nicht? Wir haben alles, was wir wollten, eingerichtet. Da, Dachziegel, Receive, Neurötzling, das gibt's doch gar nicht. Auch hier haben wir Vieh, Hans und Nickel. Naja, wir werden schon irgendwas uns einfallen lassen. So, schauen wir uns einmal kurz die Ernte an. Da haben wir... Ja, hier wird noch gepflügt. Das ist fertig gepflügt und auch ein bisschen gesät noch. Das ist... Sieht gut aus, sieht gut aus. Und hier, wow. Das sieht sogar hier sehr gut aus. Okay, da dürfen die Schafe weiden. Ja, da müssen wir die Zeit ein bisschen abwarten einfach. Und wir haben hier eine unbeschäftigte Familie, dafür sind die Bauern, aber ja, das Bauernhaus ist voll, also die machen hier richtig Betrieb. Also. Können wir ein bisschen schneller machen. Wie viel Nahrungsmittel haben wir? Für 9 Monate. Brot und Beeren im Überfluss, das ist gut. 79%, das ist sehr, sehr gut. Das gibt immer so eine kleine... Auf- und Abbewegung, so eine Wellenbewegung, aber die Tendenz ist da, dass es wächst. Jetzt sind wir wieder bei 81, das ist gut. Und solange wir genug Bier haben, müssen wir uns hier wirklich nicht verstecken. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen. Wir gucken, ob es hier vielleicht mittlerweile irgendwo ein neues Banditenlager gibt, damit wir Prestigepunkte hier gewinnen können oder Einflusspunkte heißen sie. Gibt es aber nicht. So, ist jetzt hier irgendwas passiert? Bezüglich unserer... Ne, passiert einfach nichts. Ich check's nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum der das nicht macht. Warum handelt er das nicht? Ich den Fehler gemacht oder hat das Spiel den Fehler gemacht? Das Lagerhaus ist ja auch nicht voll. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt... Da ist ja noch Platz ohne Ende. Wir haben 9 Dachziegel. Habe ich die vielleicht kürzlich verkauft? Ne, ich habe 146 Dachziegel noch. Ne, daran kann es auch nicht liegen. Hm. Wir müssen es rauskriegen. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal den Winter kommen lassen. Vielleicht ist die Zeit das, was uns fehlt. Neue Söldnerkompanie verfügbar. Oh, eine neue Familie ist nach Neurötzling gekommen. Herzlich willkommen! Eine neue Familie in Neurötzling. Jetzt haben wir hier 4 Familien, die gerade nichts machen. Das könnten wir ja mal ändern. Habe ich die hier rausgenommen? Ja, ne, die hätte ich hier rausgenommen gerade, genau. So, wir könnten jetzt hier auch Felder anlegen.
um uns hier eine eigene Bierproduktion hochzuziehen. Das ist völlig lächerlich, die kommen nicht an. Muss ich mal gucken, sind die alle schon... Ja, wir können hier den Wohnraum erweitern, dass da mehr Familien unterkommen können. Wohnraum erweitern. Wohnraum erweitern. Oh, hier haben wir auch noch Wohnraum erweitern. Dann kann da jeweils eine weitere Familie noch einziehen. Ich weiß gar nicht, ob das gewünscht ist von den Personen, die derzeit auf dem Hof leben. Eigentlich will das doch keiner, oder? Dass man auf einmal so fremde Nachbarn noch bekommt. Ist das so erstrebenswert? Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es da bessere Möglichkeiten gibt. So. Dann bauen sie mal schön. Funktioniert der Transfer zwischen den Regionen besser als am Anfang? Nee, überhaupt nicht. Fragt Sauber. Gar nicht. Im echten Sinne funktioniert der einfach überhaupt nicht, der Transfer. Zwischen den Regionen. Und ich weiß nicht warum. Das ist fertig, sehr gut. Wir bekommen unsere Ziegel hier nicht geliefert. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Importiere ich einfach irgendwas? Wieso Route erforderlich? Muss ich die jetzt noch kaufen? Oder liegt... Warum ist das ein... Nee, das ist doch nur für den Handelsposten. Das ist doch nicht für den internen Handel, oder? Dass ich hier noch eine Route kaufen muss? So, nur wenn ich da will, dass ein externer Karren angerumpelt kommt. Nee, das kann's doch nicht sein. Ich wünschte, ich würde es verstehen. Der Winter kommt unbarmherzig. Wir können überlegen, ob wir hier noch Höfe errichten. Jetzt haben wir Hühnerhöfe. Drei Hühnerhöfe. Hier ist noch offen, was wir da machen können. Wir könnten auch... Warte. Brauerei. Und dann könnten wir Malz importieren. Das kostet natürlich Geld. Wir könnten auch dann... Mais gegen Färbemittel sozusagen tauschen und dann hätten wir unsere eigene Bierproduktion. Dann wären wir nicht drauf angewiesen. Ich glaube, das mache ich mal. Dann haben wir... Hier ist der Handelsposten, hier ist das Lagerhaus. Wenn wir hier die Brauerei machen... Ich mache das jetzt einfach. Und dann importieren wir das und exportieren das Färbemittel. Ganz offensichtlich funktioniert der Handel nicht. Und niemand weiß warum. Dann kaufe ich lieber 10 über diesen Handelsbildschirm. So. Aber warte mal. Wie jetzt? 10 habe ich? Woher habe ich denn jetzt bitte 10? Was ist denn das? Hallo? Wann ist das denn passiert? Jetzt kann ich die sogar upgraden. Woher? Aber hat das jetzt doch funktioniert mit der Handelsroute auf einmal? Braucht es nur ein bisschen Zeit, oder wie? Haben wir jetzt hier die Ziegel einmal rausgerückt? Das heißt, wir müssten ja auch Färbemittel dann hier zur Verfügung haben. Oder vielleicht habe ich die schon in meiner Schneiderei verwendet. Nee. Oder? Dafür brauche ich Garn und Farbstoffe. Naja, vielleicht hat er dir... Ja, das wäre sehr schön. Wenn das geklappt hat. Farbstoff 1. Oh, Rötzling. Neues... Hier. Zwei Familien nach Rötzling gekommen. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's los.
Viva La Rötzling. Sehr schön. Da haben wir immer noch ganz viele Leerbestände. Aber die kommen jetzt alle der Reihe nach. Das ist super gut. Was müssen wir hier noch tun? Können wir noch irgendwas machen? Maximale Siedlungsstufe erreicht. Nee, alles ist gut. Aber das ist hervorragend. Dann haben wir schon mal die Kirche. Das ist das. Und dann werde ich hier trotzdem meine eigene Brauerei machen jetzt. So. Und dann können wir ein bisschen Bier herstellen. Wir müssen ein bisschen gucken bei der Handelsbilanz. Die ist nämlich negativ, dass wir nicht, beziehungsweise wir verdienen gerade aktuell kein Geld. Ich könnte Stein exportieren. Steinblöcke kann ich noch nicht herstellen. Ich frage mich gerade, war das... Ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt schon machen kann. Steinblöcke. Die Diskussion hatten wir neulich schon mal. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Ich kann das noch nicht machen. Ärgerlicherweise. Nö, geht nicht. Wir können keine Steine herstellen. Ich kann die nur im Rohzustand verkaufen. Aber was wir machen können, dadurch, dass das ja... Ah, hier ist das unser Tagebau. Wird das funktionieren? Das ist eine Feldsteinvorkommen. Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, ob dieser Perk, wo ist er? Der, auch für die Steine ist, aber vermutlich nicht. Das dürfte doch nur bei so Gruben der Fall sein. Das habe ich mich neulich schon gefragt. Aber das dürfte eigentlich nur bei einer Abbaugrube sein, oder? Steine unterirdisch fördern. Ich meine, es gibt auch unterirdisch Steine. Aber das passt ja nicht zu so einem Lager. Ich glaube, das reduziert sich darauf. Was kriege ich denn für Steine hier im Handelslager? Einen lächerlichen Groschen. Ja, das ist ja Quatsch. Wir müssen ein bisschen weiter fortgeschrittenere Produkte feilbieten. Steinblöcke, das wäre so schön, wenn ich die jetzt errichten könnte. Dann könnte ich dafür richtig viel Geld verdienen. Kann ich aber leider nicht. Dann müssten wir halt... Das Färbemittelding ist es, was es am Ende für uns rausreißt. Wir müssen richtig viel Färbemittel produzieren. Ich glaube, ich baue eine zweite Färberei. Das ist unser Exportschlager. Beziehungsweise wir setzen da jemand Neues noch mit. Da sind wir bis zu 4 Personen, das reicht ja erstmal. Damit müssen wir dann das Geld verdienen und mit dem Geld wiederum importieren wir dann Bier oder zumindest Gerste, damit der Brauer damit was machen kann. Wir müssen gucken, dass wir hier nicht unter 76% fallen, das ist gut. Denn bis 75% kommen 2 Bürger pro Monat neu. Und die brauchen wir. So, die Steinkirche ist im Bau. Dann haben wir die Möglichkeit, diese Gebäude hier aufzuwerten. Aber Bekleidung brauchen wir auch noch, alles klar. Da müssen wir vielleicht noch einen Schuhschneider oder sowas bauen. In einem der kleineren Gebäude. Da haben wir schon die Ziege. Hier haben wir die Ziege. Hier könnten wir einen Schneider bauen. Oder einen Schuster. Schneider ist besser. Ja, da müssten wir einen Schneider bauen. Was? Plot Level? Achso, die müssen wir dann erstmal verbessern. Dann können wir das machen. So läuft das. Okay. Neue Familien reisen an. Was? Wo sind denn ungeschützte Waren? Marktplatz oder wo? Ah, sehr gut. Hier kommen immer neue Leute. Das ist toll. Oh, warte, mir fällt gerade was ein.
Hier passiert jetzt ja im Winter gar nichts mehr. Dann können wir hier auch Leute rausnehmen wieder. Boah, guck mal Leute, jetzt haben wir richtig, richtig viele Arbeitskräfte. 13 an der Zahl. Die können wir jetzt neu verteilen. Die sollen irgendwas anderes Wichtiges machen. Und zwar... Wir könnten... lass mich mal überlegen. Die könnten die Holzindustrie natürlich verbessern. Wir können ja auch so Bretter exportieren. Das gibt auch nochmal Geld. Jetzt haben wir nur 9 Dachziegel. Also, machen wir mal so. Das bringt uns derzeit nichts. Die Dorfschmiede auch nicht. Dafür brauchen wir Eisen. Ja, Brennofen. Ja. Hier sind 137 Dachziegel drin. Wir können... Wo ist... Warte mal, wo machen wir nochmal die... Da. Das mache ich mal voll. Dann machen wir richtig viel Holzkohle, das ist gut. Die ist nämlich doppelt so gut wie Brennholz. Dann können wir meinetwegen noch hier das Lagerhaus nochmal voll machen. Und... Ja, in der Zeit meinetwegen auch 2 hier. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Garn haben wir genug. So, jetzt sind die alle in Lohn und Brot. Machen irgendwas Tolles. Und dann werden sie natürlich irgendwann wieder zu Bauern. Abgegradet. Und neue Familien. Es hagelt neue Familien. Das ist fantastisch. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Die Kirche ist fertig. Großartig. Mach mal, eine Familie geht jetzt in die Kirche. Was? Hier wollten wir doch Schneiderei jetzt bauen. Das machen wir mal. Und dann brauchen wir jetzt Bier. Das heißt, wir importieren jetzt Gerste. Oder so, oh, Gerste kostet 2. Was kostet Malz? Wo ist Malz? Da, kostet 4. Naja, ich glaube, wir werden den Rohstoff so importieren. Und dann machen wir noch einen Melzer. So, Gerste. Machen wir mal 20. Kostet halt auch schon echt viel Geld. 40 Silbertaler für 20 Gerste, schon eine Menge. Dann machen wir, es ist schon Januar, sehr gut. Dann bauen wir jetzt hier ein, das müsste ja bei Industrie sein, da ein Melzer. So einen kleinen. Wo kriege ich dich am besten hin? Hier so viel. Sah doch gut aus gerade. So, ja. Ja, ey. Das wollte ich. So. Ey, mach doch mal jetzt. Hör doch mal auf. Ja, so. Das wird die Melzerei. Und dann machen wir, importieren wir Gerste und dann wird die da zu... hier, wie heißt es? Malz gemacht. Und dann können wir die hier in der Brauerei verarbeiten zu Bier. So muss es doch laufen. Und die Schneiderei haben wir jetzt auch. Und da werden wir auch was Schönes machen. Was fehlt denn? Brennstoff fehlt? Nee. Wir haben super viel Brennstoff. Ich werde angelogen. Diese Information kann nicht stimmen. Wir erweitern den Wohnraum. Wie sieht's aus? 9 Stufe 1 oder höher, 7 Stufe 2 oder höher haben wir. Sie noch ein neues Haus bauen.
Sehe ich das richtig? Können wir ja machen. Hier zum Beispiel wäre ein guter Platz. Machen wir das doch. Geben wir das in Auftrag. Und zwar hier so. Wupp. Na? Wieso will der nicht... So will er nicht. So wird das machen. Nee, so will ich aber nicht. So gefällt mir das nicht. Ich will eine Ausbaureserve haben. Ich will das hier länger machen. Was ist denn, wenn ich so mache? Mann. Wenn ich das vielleicht das ausmache? Ah. So. Oh. Nee, das reicht nicht. Okay, so ist größer. Nein! Okay, das funktioniert nicht so, wie ich das will. So könnte ich machen, aber so würde gehen. So. Ja gut. Machen wir jetzt halt so. Alles platt getrampelt hier. Hier könnte man vielleicht so eine kleine Allee sogar machen, sehr breite Straße, aber ist jetzt wie es ist. Okay. Das wird noch eine weitere Hofstätte hier direkt am Marktplatz. Das ist doch ein guter Premiumplatz. Wir müssen langsam das Forsthaus auch hier mal aktivieren. Das ist im Winter, glaube ich, sinnlos. Weiß ich nicht genau. Aber hier ist sehr viel Kahlschlag. Da müssen wir was machen. Okay. Aber es läuft. Wir haben zu tun. Lass uns mal den Winter hinter uns bringen. Oh was, wir haben hier schon wieder 7 unbeschäftigte Arbeitskräfte. 91% Zufriedenheit. Oh, alter Schwede Rötzling, ey. Was ein geiler Ort ist eigentlich Rötzling. Ich glaube, wisst ihr, was ich mache? Ich werde noch ein drittes Bauernhaus bauen. Und werde jetzt hier richtig, richtig in die Landwirtschaft investieren. Weil, was sollen die sonst machen, die ganzen Leute? Und das können wir halt super gut exportieren, wenn wir irgendwann Bierüberschuss haben. Oder Brotüberschuss, da kann man auch gut Geld mit verdienen. Dann lass uns doch mal gucken, wieso die Fruchtbarkeit ist. Weil hier, genau hier ist nämlich, sieht das noch gut aus. Dann gehen wir in diesen Bereich noch rein. Gerüche ist noch nicht fertig. So, hier machen wir die nächste. Wo packen wir das Bauernhaus hin? 1, 2. Vielleicht hier unten. Was meint ihr? Hier und dann hier die Felder. Oder direkt daneben. Vielleicht auch hier. Dann können wir hier ein Feld machen und die anderen hier. Dann hätten wir 3 Bauernhäuser und können dann richtig 16, ne, wie viele Bauern? 8, 3 mal 8. 4, was habe ich jetzt gesagt? 16, 24 Bauern. Doch, so machen wir das. Und dann werden wir werden richtig Exporteur von... Warum kann ich das da nicht ansetzen? Geilen Scheiß. So, Bauernhaus... Da an die Straße, bitte. So. Aha, guck mal hier. Das sind jetzt richtig Freunde, diese Familien. Diese Bauernfamilien. Das sind die dicksten Freunde. Und dann machen wir noch Felder. Ich glaube, wir machen noch einen Weg dazwischen. Erstmal so. Okay, dann machen wir
Wupp. Wupp. Bisschen mehr bis hier. Und dann immer so, ich will auf einen Morgen kommen, genau so. Größe einen Morgen, das ist gut. Die Straße führt. Bin ich noch bei Straßen so? Führt denn hier so lang? Und dann. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier. Dann mache ich erstmal hier oben. Das nächste Feld. Ich muss ja eigentlich wieder vier Felder haben. Das wäre ja dann so. Ja. 0,8 morgen, bisschen wenig. Ein Morgen, ja, perfekt. So, perfekt. Ja, 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 ja. Super. Zwei. Dann hier oben vielleicht noch eins und dann den Rest hier. Oder wie machen wir das? Dann könnten wir die Straße auch hier so runterführen. So. Und könnten dann sagen, hier ist noch ein Feld. So, sind 0,9 morgen. Ja, dann noch ein weiter hier. Ja, okay. Ja, so. So, ein morgen. Okay, geil. Jetzt haben wir 1, 2, 3. Aber wir müssen ja immer vier Felder. Wir wollen ja eine Rotation haben. Und dann wäre das letzte Feld hier oben. Ne, viel zu groß. Ah, warum ist das so groß? Bis wo geht das denn? So. 1,3. Ja, das ist auch okay. Ist nicht so schlimm. Ist ein bisschen. 1,1 ist auch okay. So. Okay. Jo. Hammer. Dann müssen wir die eigentlich auch noch alle umzäunen, die Dinger. Damit die alle irgendwann mal als Brachland die Schafe beherbergen können. Oh, wir haben gar nicht genug. Wie ist das denn passiert? Gar nicht genug Bretter. Wir müssen mehr in die Bretter gruben. Hier, da. Bam. Ja, in die Sägegrube. Sieht das mit Holz aus? Ja. Bisschen mehr. Holz wäre schon nicht schlecht. Hier ist der zweite Holzfäller. So. Okay. Und dann müssen wir ganz dringend hier das Forsthaus machen. Weiß nicht, ob die. Muss man denen einen Arbeitsbereich geben oder machen sie das automatisch? Wenn man ihnen keinen gibt. Ich weiß nicht, ob die im Winter was machen können. Das müssten wir mal beobachten. Da sind jetzt zwei Leute drin. Möglicherweise können die gar nichts machen im Winter, weil da ist der Boden gefroren. Nehmen wir einen raus. Wir haben genug Baustellen jetzt hier in dem Landwirtschaftsprojekt. So. Let's go. Grüße aus der Schweiz, ich grüße zurück, Cyril. Grüße in die Schweiz zurück. Ich mag die Schweiz. Oh, wir haben hier richtig viel Lehm. Mehl. Lehm, sag ich schon, richtig viel Lehm. Lehm. Mehl, so und, da müssen wir nur mehr schleppen. Wer, wo, warum? Auf dem Marktplatz. Oh, es geht super gut. Also Rötzling ist einfach blütrichtig. Also Rötzling ist ein Vorbild für die Welt. Was hier passiert in dieser Stadt, das ist einfach einmalig. So eine schöne Stadt. Und alle Bedürfnisse sind erfüllt. Ist das nicht wunderschön? Das ist prächtig.
Ist ja schon fertig hier. Guck mal, das Bauernhaus ist schon fertig. So, dann machen wir natürlich auch hier eine Ochsenstelle mit ran. Dann haben wir nämlich jetzt später 3 Ochsen, die hier arbeiten können. Das ist gut. Hier ist auch noch. Ich kann auch es auf die Spitze treiben, ne? Und noch mehr machen. Noch mehr. Noch ein Bauernhaus. Hier ist noch Platz. Da würde ich hier noch ein drittes bauen, hier oder so. Und dann noch mehr Felder. Und dann exportieren wir so richtig. Wir werden Bierexporteur. Das Rötzlinger Helle, also das helle Rötzlinger, das Rötzlinger Pilz, Rötzlinger Dunkel, Rötzlinger Herb, Rötzlinger Light, Rötzlinger Alkoholfrei, Rötzlinger Radler, all das wird exportiert und in die Welt hinausgebracht. Wie meinst du das mit den 4 Feldern unter Rotation? Ach, Fruchtwechsel. Ich zeig dir das mal. Wir haben Brache, Gerste, Weizen und Flachs. Die Fruchtbarkeit für jede Ressource wechselt, denn wenn man immer dasselbe, also eine Monokultur auf einem Feld anpflanzt, dann sinkt die Fruchtbarkeit und irgendwann ist es ein unfruchtbares Feld, so dass man immer rotiert. Und alle 4 Jahre liegt das Feld brach und kann seine Fruchtbarkeit auffüllen. Kann auch sagen, alle 3 Jahre. Früher hat man ja so 3 Felderwirtschaft gesagt. Ich mache es jetzt hier 4-mal, vielleicht mache ich es auch 3-mal. Ich gucke ehrlich gesagt, will mich gar nicht festlegen. Ich gucke immer, wie die Fruchtbarkeit ist. Und wenn ich sehe, die ist zu schlecht, dann würde ich eher auch 2 Brachfelder mal machen, wenn es nötig ist. Fruchtfolge ist das richtige Wort, ja. Genau. Und da muss man immer gucken, wo man am besten was anbaut. Und das Timing ist auch richtig wichtig. Wann man pflügt, wann man sät, wann man erntet. Schon wieder eine neue Familie, es ist ja fantastisch. Die Windmühle ist voll. Ja, kann mal irgendwer das Mehl hier abtransportieren, bitte? Okay, hier, da liegt alles voll. Was ist mit dem Lebensmittellager? Alter, wir haben 275 Brot. Wir können Brot exportieren. Geil. Wir exportieren jetzt Brot. Oh, yes. Okay, exportieren. Wir können jetzt einfach richtig viel Geld verdienen. Überschuss ist aber 100. Ich will 100 Brot will ich noch behalten. Das heißt, wir können 224 Brot aktuell exportieren. Das mal 4. Sind wir ja schon, keine Ahnung, was sehe ich, 800 oder so. Weiß ich nicht. Oder mehr Gold, Silbertaler, die wir dann... Alter, 96 Zufriedenheit! Grötzling ist so eine Erfolgsgeschichte, das ist ja der absolute Oberhammer. Ich hoffe, dass wir einfach super reich werden. Und ich werde jetzt auch vermehrt dann Flachs anbauen und zusehen, dass ich in diesen Industriezweig auch nochmal reinkomme. Das Wichtige ist halt Bier. Bier ist das, was mir gerade ein bisschen Sorgen bereitet. Weil die Melzerei, das ist... Wir haben nicht genug Malz. Wir müssen mehr Malz haben einfach. Und ich glaube, ich baue noch ein... Hier baue ich vielleicht noch 2 Lagerhäuser. Beziehungsweise ein Speicher. Das... Hier kommt nochmal ein Speicher hin. Und zwar machen wir das Logistik. Ein Speicher hier. So. Sehr gut. Dann sind die Wege nicht so lang. Beste Aussichten. Rötzling 96% Zufriedenheit. Es ist einfach fantastisch.
Großartig. Großartig. So, mittlerweile wohnen hier auch Leute in der Pfeilmacherei. Das bedeutet, da werde ich jetzt auch richtig viel verkaufen können. Wir haben 1320. Ja, der Rubel rollt. Wie sieht das aus mit unserem Pfeilstand, Bestand, Handel? Oh, überhaupt nicht. Alles verkauft schon. Okay, da 155 Kriegsbögen. Gewünschter Überschuss. Oh, ich kenne Überschuss. Schilde, große Schilde können wir alles exportieren. Speere haben wir offensichtlich auch schon eine Menge exportiert. Okay, wir sind so voll der Waffen, die waren einfach. Ich überlege, ob wir das hier mal machen sollten. Kostet 8. Wenn wir unsere Miliz damit ausstatten wollen, auf Dauer wollen wir irgendwann auch einen Konflikt haben. Das heißt, wir brauchen 240 Gold. Ja, müssen ja schon eine Menge mit. Kostet eine Menge Geld, wenn wir diese Plattenrüstung haben wollen, um unsere Miliz damit auszurüsten. Aber das brauchen wir halt früher oder später. Was fehlt denen denn hier? Was? Nehmt euch doch Schilde angeblich. Nee, es fehlt an Lanzen. Oder was? Und hier fehlt es auch an Lanzen. Na? Ah, wir... Okay, warte mal. Irgendwas ist... Weil wir haben keine Schmiede aktiv. Deswegen. Das heißt, weil wir haben ja gar kein Eisen mehr. So wie ich das sehe. Das heißt, wir können gar nicht mehr irgendwas herstellen in der Schmiede. Ja. Wir haben zwar Lehm ohne Ende, aber kein Eisen. Ja. Das heißt, ich muss ja 6 importieren. Habe ich denn eventuell noch auf Export gemacht? Oder was? Ja, importieren. Damit wir 6 wollen wir importieren. Oder gibt es hier... Ah ja. Und nee, nicht unbegrenzter Handel. Ja. 6 von den Speeren, damit unsere Miliz voll ist. Denn für alle, die das Spiel noch nicht so kennen, wir haben unsere Milizen und hier fehlen 3 Speere bei dieser Miliz und hier fehlen auch 3 Speere. Das heißt, wir haben 6, die wir brauchen, um das Ding voll zu machen. Und wir können unser Gefolge aufwerten. Wir haben erst 12, das heißt, wir haben jetzt eigentlich relativ viel Geld. Dann können wir uns mal das Gefolge angucken. Da können wir nämlich jetzt neu dazu kaufen. Kostet 50. Hier wird weniger Geld. Ach so, warte mal, das wird ja von meiner persönlichen, von meinem Privatgeld wird das ja genommen. Ja, das ändert das natürlich. Aber wir gehen nochmal auf. Komm, egal. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld, aber unser Gefolge steht. So, jetzt können wir erstmal unser Gefolge. Ist wichtig, alle müssen die gleichen Farben haben, und zwar die Rötzlinger Farben. Schild, ja, ja, das ist Quatsch mit Soße. Rötz, Rötz, hier, ganz genau. Dann können wir hier noch den Helm anpassen und den Körper anpassen. Da hatten wir das, glaube ich, hatten wir, ne? Ja, das ist unsere Uniform. Die sollen ja alle möglichst gleich aussehen. Ihr seht hier, das geht ja gar nicht. Hier wird gerötzt, bitte. Wir wollen alle... das passt. So sieht das aus, genau. Die Rötzlinger Farben, haben wir da alles auf Rot? Ja. Auch hier, Körper bitte da, das ist das Rötzlinger, genau. Das rote Rötzlingen. Dann der hat wieder Sonnenschild, das machen wir natürlich. Okay, das kann jetzt weiß sein, das ist bei allen Regimentern, also das sind ja so unterschiedliche Einheiten. Die haben dann alle auch unterschiedliche Codes, also die sehen, haben nicht alle genau das gleiche an. Das finde ich auch eine schöne Kombination, wenn man so ein Rötzlinger Rot kombiniert mit dem Rötzlinger Weiß. So, das sieht auch schick aus, kann man ohne Frage gut machen.
Aber ich weiß, dass in der Psychologie das so ist, dass die, also Rot ist so eine Signalfarbe und da kriegt der Feind Respekt. Wir können auch die Waffen ändern. Die sollen natürlich nicht alle mit derselben Waffe arbeiten, ist ja klar. Ein bisschen mehr, also ein bisschen Durchmischung muss sein. Zwischen so Lanzenwaffen und Schildwaffen. Der Tisch wieder so eine Lanzenwaffe. So, zack, denn das war zu Dinger rot. Und Schild hat er nicht, der Helm stimmt, alles klar. Der muss auch das Rötzdinger rot tragen. Schild hat er nicht, Helm ist gut. Das gleiche hier, bam. Alle haben die gleiche Uniform. Helm stimmt. Vielleicht mal wieder... Ach ne, warte, der, okay, da kann ich gar nicht... Der hat das, okay, das ist, ich kann nur zwischen der Stichwaffe wechseln. Ich kann jetzt, also Stabwaffe, ich kann nicht dem sagen, er soll mit Schwert jetzt auf einmal kämpfen. Kein Problem, Rötzlinger Rot wird angelegt. Sein Schild machen wir. Ah. Okay, das ist nur mit einer Farbe, ja, dann belassen wir es dabei. Der Helm ist falsch, der ist jetzt richtig gut. Auch hier bitte die Robe rechts-links überschmeißen. Das, achso, das ist wieder so ein Schild. Das bleibt auch rot. Und der Helm ist natürlich Quatsch. So, bam. Das müssen wir jetzt bei allen einmal machen, damit das halbwegs, das war richtig, halbwegs gut aussieht. Gibt es ja eigentlich einen Copy-Button? Nee, ne? Man muss das alles manuell machen. So, Helm. Zack. Rötzlinger Rot. Und den Helm. Alles klar. Das ist es. Und der Schild. Rot. Weiß-Rot. Das sieht gut aus. Oh ja, und der ist, den habe ich ja eben schon gemacht. Guck mal, die haben halt unterschiedliche... Leicht unterschiedliche Schilder, oder? Ich weiß es nicht genau. So, das ist unser Gefolge. Sieht super aus. Oh, was ist mit dem? Wieso trägt der den falschen Wams? Und wieso hat der die falschen Farben? Wer ist der Verantwortliche? Den muss ich sofort vors Kriegsgericht stellen. Das gibt's nicht. Ach so, warte mal. Der hat das gar nicht. Der hat nur die Sachen. Das ist so ein spezieller Hanselmann, ich erinnere mich. Ja, okay. Das ist eine andere Klasse. Genau, die können nicht anders. Aber der Helm ist auch... Ist das der richtige Helm? Oh, geil. Das ist der... Ja, okay, das sind irgendwelche Elite-Johnnies, weiß ich auch nicht. Sieht jedenfalls gut aus. Hier Helm... Das ist, ich meine, das heißt Uniform, ne? Ist schon klar, weshalb das so heißt. Dass sie alle gleich aussehen. So, das ist unsere Elite-Truppe. Geil. Und da, wenn jetzt irgendwer kommt, jetzt haben wir richtig gute Johnnies. Ich habe total Rauflust. Ich bin in Rauflust. Soll einer kommen und was will er tun? Oh, 99 Zufriedenheit. Leute, 99 Zufriedenheit wird gemeldet in Rötzlingen. Das ist unglaublich. Eine unglaubliche Zufriedenheit. Muss ich bald schon wieder gucken, ob die ganzen leerstehenden Häuser... Ich glaube, besser die Male hier. Jetzt, wo hier Menschen kommen, die hier leben wollen. Wohnraum wird erweitert. Genug Leute, die jetzt hier auch dran arbeiten. Das war noch Stufe 2. Toll. Jetzt können wir uns überlegen, was wir hier noch für Betriebe bauen wollen. Woran mangelt es? Wovon können wir noch mehr haben? Das müssen wir uns echt überlegen. Ich glaube, wir können auch mit mehr Einwohnern jetzt noch eine weitere Miliz einstellen, oder nicht?
Da wäre mal Stangenwaffen. Also Bogenschützen ist easy, weil wir haben sehr viele Bogen übrig. Angeblich haben wir auch... Ah ne, das ist für die bereits vorhandenen. So eine Bogeneinheit wäre easy. Wir haben eine Bogeneinheit. Und zwei Stangen. Ich hätte natürlich gerne mal was anderes, aber wir müssten wir die Waffen importieren, weil wir haben keinen Stahl mehr. Also könnte ich easy sagen... Nein! Ah, nicht Söldner anheuern. Ich nehme nochmal eine hiervon. Und ihr seht, da ist sie. Was fehlt der denn? Fehlende Rekruten. Ja, knapp, aber... Oh, sind wir stark einfach. Niemand kann uns irgendwas. Niemand kann... Rötzling ist Hammer einfach. So. Nahrung reicht auch. Brennstoff. Wundert mich ein bisschen. Wir haben 7... Ja, gut. Gut. Hier läuft alles. Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt beachten, wann wir unsere Bauern losschicken, hier, dass sie hier arbeiten. Wir können mal hier schon mal einen reinsetzen und den Ochsen hier. Haben wir bei den anderen die dauerhafte Zuweisung noch an? Ja. Ich mach das einfach. Hier wird der Ochse wird hier dauerhaft geparkt. Drei Familien sind jetzt hier drin, das heißt drei Ochsen sind immer da, es gibt keine Diskussion. Wir können auch noch andere mehr Ställe sonst bauen. Wir können noch einen Ochsen hier anfordern. Gar kein Problem. Die Zufriedenheit ist auf 82 runtergegangen. Warum? Von 99 auf 82. Warum? Wegen der Miliz? Oder wie? Was? Vielleicht, weil die Neuankömmlinge die Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen. Obwohl ich hier noch eine Marktfläche ausgewiesen habe. Hier im Marktplatz. Das wird halt nicht genutzt. Kann ich ja nichts für. Die haben deswegen sehr weite Wege zum Markt. Wobei das ist... Ey, das ist auch nicht weit. Das ist doch nicht weit. Heutzutage muss man teilweise weiterlaufen zum Supermarkt. Wie viel Platz haben wir hier noch? Drei freie Marktstände. Also, wer auch immer dafür verantwortlich ist, ich sehe es nicht ein. Die werden sich schon wieder fangen. Gucken wir mal nach Neurötzling. Wie sieht es hier aus? 75%, das ist noch okay. Oh, wir sind im März. Ja, die Ernte wird noch nicht so gut werden. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Hofstätte Stufe 3, genau. Arbeitet die Melzerei, also beziehungsweise haben wir Malz, Gerste, 20 Gerste, okay. Das heißt, wir können jetzt hier einen in die Melzerei setzen, der wird diese 20 Gerste umwandeln und in Malz. Und dann haben wir hier die Brauerei und der kann dann damit arbeiten und ein bisschen Bier herstellen. Können wir zumindest kurzfristig das Bedürfnis nach Bier erfüllen. Wir brauchen aber mehr als das. Wir brauchen Bekleidung. Und da habe ich ja noch hier einen Schneider gebaut. Da eine Schneiderei. So. Leinen. Garn und Farbstoffe. Garn kriegen wir von Schafen, Farbstoffe haben wir genug. Wir können auch einfach sagen, wir bauen jetzt mal eine Schafherde. Und zusammen mit dem Farbstoff können wir auch super viele Mäntel produzieren und die Mäntel dann handeln. Könnte man zum Beispiel Mäntel an Bonjwa exportieren. Das ist eine andere Stadt, die ist natürlich etwas kleiner und weniger imposant. Wäre aber gar kein Problem. Dann sollten wir vielleicht hier eine kleine
Schäferei bauen. Zum Beispiel hier vielleicht. Hier eine Schäferei. Das würde doch passen. Die stinkt ja auch nicht so doll, oder? Stinken Schafe. Goro ist eh noch nicht implementiert. Komm, wir machen das jetzt. Wir bauen... wo seid ihr, Schafe? Schafzucht. Ah, die müssen wir importieren. Egal. Kann man doch hier gut machen, oder? Ey. So. Was? Bild weg? Ey, habe ich mich schon bei Quicksilver bedankt? Bei Sektor und beim pneumatischen Aal. Vielen Dank für den Support, Leute. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich bin etwas versunken. Ich baue jetzt hier eine Schafszucht. Und für diese Schafzucht brauchen wir natürlich dann auch eine Weide. Und die... ...26, ja komm. So, das wird jetzt gebaut. Dann muss ich leider auch noch einen Viehhändler finden. Den wir hier irgendwo errichten. Hier ist ja eigentlich so alles, was wir handeln, ist hier oben. Da ist der Handelsposten. Das zweite Holzfällerlager habe ich immer noch nicht ausgebaut. Das war vielleicht auch etwas ambitioniertes, da direkt ein zweites hinzusetzen. Wir haben drei. Ich muss mal ganz dringend das Forsthaus aufstocken. Färberei hat gut zu tun. Wie sieht das aus mit... Ja, die Nahrung wird schon weniger. Wir müssen aufpassen, aber gleich... haben wir wieder unsere Beeren hier. Die werden ja gleich wieder kommen. Ja, Malz. Und die Brauerei. Braut die Brauerei. Ja, Malz ist da. Möglicherweise. Gibt es schon erste Häuser? Ja. Die Bier erhalten. Wir werden hier richtig groß ins Exportgeschäft von diese Klamotten einsteigen. Das ist der langfristige Plan. Das wird super werden. Also hier kommen die Schafe, die machen die Schafswolle. Warte mal, muss ich dann noch... Wird da nicht auch schon in der Schafzucht Garen hergestellt? Warte, wie war das denn nochmal? Oder muss ich... Nee, da wird doch in der Schafzucht wird da schon das Garen hergestellt. Aber der sammelt Wolle von weidenden Schafen. Muss ich noch was bauen, was die Wolle... Die Weberei, ja. Okay. Die Weberei muss ich bauen. Gerberei. Die macht ja Oh, wir haben 41 Leder. Leinen, Garn, okay. Das ist der Schneider. Wir brauchen noch was von der Gerberei das Leder weiterverarbeitet, oder? Müssen wir dann noch eine Hofstätte bauen? Oder läuft das? Ich glaube, der Schuster verarbeitet Leder. Ich glaube, wir müssen den Schuster bauen. Dann werden wir erstmal das hier aufwerten. Was ist das für ein Modus und Schwierigkeitsgrad? Alles normal. Also das ist der... Oh Gott, wann habe ich den Modus angefangen? Das ist ja Folge 1 gewesen, als ich ihn ausgewählt habe. Der Standardmodus. Ist immer noch unsere erste Runde, weil ich die jetzt nie beendet hatte. Tatsächlich. Ihr seht ja, man kann ewig spielen.
Man kann auch ein bisschen aggressiver sein und früher in den Kampf gehen, glaube ich, und versuchen, hier Hildebold herauszufordern und zu vernichten. Jetzt weiß ich auch, wie das geht. Und das werden wir dann in Zukunft noch lösen, dieses Hildebold-Problem. Okay, so, die Schafzucht ist fertig. Das bringt uns jetzt erstmal nichts, die zu besetzen, weil wir keine Schafe haben. Ich müsste erstmal noch einen Viehhändler bauen. Ich glaube, ich baue den einfach hier direkt daneben. Handelsposten, Viehhandelsposten, den setze ich einfach hier direkt daneben. Und dann kaufen wir ganz viel Schafe, die werden dann hier auf die Weide gehen und dann haben wir Garen und in Kombination mit dem Färbemittel, was wir ohne Ende besitzen, können wir dann richtig Spaß haben. Okay. Wie sieht das aus mit der Armee hier? Oh, sehr schön, die ist jetzt kommt. Wir haben jetzt 5 Armeen, also das Gefolge und 4 Milizeinheiten. Wenn jetzt irgendwer was will, dann machen wir den richtig platt. Wir brauchen, um den herausfordern zu können, brauchen wir 2000 Einfluss. Habe ich natürlich noch nicht. Aber das kommt. So, wir haben den März, das heißt, die Beeren wachsen. Das ist sehr, sehr gut. Dann packen wir hier schon mal. Das ist ja das A und O, das Rückgrat unserer Wirtschaft hier in Neurötzling sind die Beeren. Davon brauchen wir jede Menge. Jetzt lass mich mal überlegen, ob wir irgendwo noch was rausziehen können. Wir haben nicht so viele Leute hier. Sägegrube, oh Gott. Ja, ein bisschen Holz haben wir. Wir brauchen auch hier mehr Einwohner. Arbeitet nur eine Familie auf dem Bau. Das wird eine Weile dauern hier, aber passt schon. In der Zwischenzeit gehen wir mal zurück nach Rötzling. Gucken uns mal an, was ist hier los. Oh, warte mal. Hier wird einfach schon irgendwas gemacht. Ne, so rum. Oh, ich war gerade verwirrt. Die 9 Felder, da ist ja natürlich noch nichts passiert. Alles ist auf Brache. Weizen. Flachs. Weizen. Gerste. Oh, Weizen hat hier Sinn. So, ich mache im ersten Jahr mache ich noch keine Brache. Das mache ich dann im zweiten Jahr. Gucke ich mal, wie das so aussieht. Ah, oh, sehr gut, hier wird. Ja, guck mal hier. Da ist der richtige Action schon. Sehr gut, da werden wir richtig schön ernten. Das ist gut. Oh, wir werden so krass exportieren und richtig reich werden. Ah, wir sind wieder bei 90% Zufriedenheit. Das ist das, was wir sehen wollten. Das ist super. Vielleicht brauchen wir noch mehr Brauereien. Wir haben 3 Brauereien, ne? Leben hier schon Leute? Nope. Also in dieser Brauerei lebt noch gar niemand. Ja, wir können den Wohnraum trotzdem schon mal erweitern. Das ist nämlich ein Premium-Grundstück eigentlich. Aber diese beiden kleinen Brauereien hier, diese und diese, haben hoffentlich eine vernünftige Auslastung. Aber wir haben zu wenig Malz. Das reicht nicht. Wir haben zu wenig Malz, ne? Zu wenig Malz, zu wenig Malz. Aber das ist krass, wir haben noch 209 Mehl. Das heißt hier, unser Gemeinschaftsofen muss mal richtig sich beeilen. Hopfen und Malz verloren, ja genau. So kann man das sagen. Der Speicher ist auch noch nicht fertig. Hier sind die Schafe. Da werden wir auch irgendwas anderes anbauen, glaube ich. Wechseln wir einmal durch. Großartig. Oh, wieder eine neue Familie eingezogen.
Jawoll. Rötzling, the place to be. Kann man bislang zufrieden sein. Sobald ich genug hier von dem Einfluss habe, muss ich den anderen herausfordern. Und dann haben wir ja noch Unterrötzling und Oberrötzling, die wir besiedeln wollen. Eisen würde mich besonders reizen, aber das ist hier. Das hat er sich geschnappt, leider. Und das auch. Also er hat sich zwei geschnappt, aber die können wir ihm ja abluchsen. Ich brauche, sobald ich genug Prestige habe, luchse ich ihm die ab. Und Neurützling muss auch die Siedlungsstufe erhöhen, damit wir mehr Prestige kriegen. Und damit das passiert, brauchen wir Bier. Das können wir im Zweifel auch kurzfristig importieren, aber dafür müssen wir Gegenwerte haben. Und das wäre dann hier über die Klamottenherstellung. Wie sieht das aus? Ja, wächst, wächst, wächst. Ja, wir haben nur noch eine freie Bauarbeiterkraft. Was fehlt es uns? Oh, wir haben nur noch 56 Beeren. Dafür 90 Eier. Und auch ein bisschen Fleisch. Aber 56 Beeren, das waren, wir hatten mal richtig viel Beeren. Müssen wir noch ein bisschen Geduld besitzen. Aber solange neue Familien kommen, ist das alles gut. Wir haben Wohnraum. Das ist schon alles in Ordnung. Ja, da wird gebaut. Das ist gut. Das ist jeden Moment fertig. Da wird das Plumpsklo noch errichtet. Sehr schön. Los. Macht fertig. Können wir mal zugucken. Der wird gerade hier. Und fertig? Ah ja, guck. Gerade fertig geworden. Guten Morgen, liebe Frau. Guten Tag. Ich bin euer Anführer. Das habt ihr sicherlich vergessen, als ihr mich gerade nicht gegrüßt habt. Ich werde euer Plumpsklo benutzen. Ja, oder auch nicht. Okay, das ist auch fertig. Und hier wollten wir doch auch noch einen Betrieb reinsetzen. Und zwar, ich glaube, wir wollten den Schuster hier reinmachen, ne? Weil wir haben hier ja die, bei der Gerberei haben wir das Leder, genau. Und dann können wir hier den Schuster machen. Und das Leder in Schuhe umwandeln. Oh, wir haben null Familien, die, oh, okay. Keine Arbeiter. Wir haben sehr viel Stein. Ja, aber einer. Oh, was ist los? Ja, das stimmt. Ich nehme mal den Steinmann da raus. Wir haben gerade genug Steine. Mehr als genug, die ich leider nicht weiterverarbeiten kann. Weil es das noch nicht gibt. Färberei. Oh, da haben wir sogar zwei drin. Dann nehme ich mal einen raus. Und die werden jetzt fürs Bauen benötigt. Und danach werden die fürs Pflücken der Beeren benötigt. Das ist das Allerwichtigste. Okay. Haben wir genug Wohnraum? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Wohnraum tatsächlich frei machen. So wie ich das sehe. Haben wir kaum freie Kapazitäten. Vielleicht hier doch direkt eine machen. So. Ist begehrt. Ah.
Neurötzling ist sehr begehrt. Und alles schön hier um den Marktplatz rum. Kirche, Taverne. Kein Bier vorhanden, das ist ein großes Problem. Wir brauchen Bier. Die Melzerei. Jo, die Melzerei hat ein bisschen was. Das ist ja toll. Das heißt, die Brauerei kann auch arbeiten. Also irgendwer müsste auch in den Genuss von Bier kommen. Nicht ausreichend, aber zumindest ein bisschen. Wir dürfen uns hier nicht überstrecken. Das muss alles langsam und organisch wachsen. So, die Beeren sind schon bei 150. Das ist toll. Das ist toll. Und insbesondere diese Felder hier machen mich natürlich sehr glücklich. Wird hier schon irgendwas gemacht? Nee. Aber wir können schon eine frühzeitige Ernte erzwingen irgendwann. Macht sicher Sinn, kleine Außenposten zu errichten, um an die seltenen Rohstoffvorkommen zu kommen. Ja, absolut richtig. In meinem Fall ist es so, dass ich quasi in Kleinrötzling die Beeren hätte und in Unterrötzling habe ich Stein, was mir noch nicht so viel bringt tatsächlich. Und hier hätte ich die wilden Tiere, was interessant ist, weil ich da mit dem richtigen Perk auch noch ein bisschen was rausholen kann. Ich zeige euch das mal. Und zwar hier da, ne? Also wenn ich jetzt Fallenstellen mache und verbesserte Tierverwertung, dann ist das schon mal nicht so schlecht. Muss man immer schauen, was da gerade vorhanden ist. Aber Eisen wäre nice. Dann könnte ich die Rüstungsindustrie ankurbeln. Aber das sind halt alles so leider sehr beschränkte Vorkommen. Obwohl, warte mal, das ist gut. Unterrötzling hat sogar 193. Das ist tatsächlich außergewöhnlich, aber es ist immer noch kein üppiges Vorkommen, leider. Alle anderen sind erschöpft bei mir. Oh, übrigens, hier sind auch wieder Beeren. Ganz schnell jemanden rein. Oh, das habe ich auch noch nicht gemacht. Kräutergarten. Das machen wir aber sowas von. Den Kräutergarten. Das können wir hier auch machen in Kleinrötzling. Jawohl. Das hätte ich viel früher machen müssen. So. Schusterwerkstatt im Bau. Stark. Hofstätte im Bau. Stark. Zwei Familien ackern. Das wird auch Zeit. Das wird auch Zeit. Ich nehme an die Gebiete ein. Indem du draufklickst, so wie hier. Und dann kann ich die entweder mit 1000 Einfluss beanspruchen oder mit Gunst des Königs beanspruchen. Und wenn ich ein Gebiet beanspruchen will, was bereits im Besitz ist, dann muss ich das Doppelte dafür aufwenden. Hier oben siehst du die Ressource. Ich bin gerade bei 470. Also es reicht nicht aus. Ich habe ja also das ist das Startgebiet, die drei habe ich hinzugeholt. Aber ich will irgendwann natürlich entweder hierhin oder dahin. Aber ich glaube, das wegen des Eisenvorkommens finde ich irgendwie interessant. Und all das hier, ne? Also auch hier wilde Tiere ist auch cool. Also das würde ich versuchen mir zu schnappen, wenn es zeitnah irgendwann geht. So. Wir haben März. Ja, wir haben auch viel, also wir könnten auch ein bisschen Eisen importieren. Das ist eine ganz gute Idee, die ich gerade bei euch gelesen habe. Mal gucken, was das kostet, ne? Das wäre ja vermutlich bei Materials. Dann könnten wir Roheisen. Was ist denn? Da Eisenerz kostet. Oh, 3. Boah. Aber wir sind sogar. Guck mal. Wir importieren die sogar immer bei 20. Das heißt, wir können auch unsere Schmiede durchaus mal wieder anschmeißen. Da wird jetzt ja nichts gemacht, weil ich, wie gesagt, eigentlich gar keinen. Warte mal, der macht ja, was macht der nochmal, der Rennofen? Nicht, dass ich das jetzt hier falsch. Der macht Eisenbarren, ja.
Genau, das ist viel wichtiger. Die Schmiede macht das Werkzeug. Ich glaube, haben wir genug Werkzeug? Wir haben 46 Werkzeug, ja. Ja. Das ist der Brennofen und nicht zu verwechseln mit dem Rennofen. Das ist was anderes. Klar, solange hier nicht gearbeitet wird, kriegen wir natürlich auch kein Roheisen und dann können wir auch hier bei uns in der Schmiede nicht arbeiten. Da hatte ich jetzt zuletzt das hier gemacht. Aber wir können auch nochmal Seitenwaffen herstellen. Haben wir nämlich noch gar nicht. So. Tischlerei. Macht Holzteile. Ich glaube, ich habe sicherlich viele Holzteile. 313. Wir können noch ein paar kleine Schilde machen. Dafür brauchen wir Bretter. Ich weiß gar nicht, was man mit den Holzteilen groß anstellt, außer sie zu verkaufen. Was wir noch nicht mal gemacht haben. Brot, ja. Oh, haben wir kaum was verkauft. Wolle. Stimmt. Also die Mäntel kosten 8, da können wir richtig gut Mäntel exportieren später. Das hätte ich gerne mal. Plattenrüstung. Können wir uns auch ein paar von kaufen, oder nicht? Die kann ich nämlich noch nicht bauen. Die werde ich hier auch niemals bauen können. Ich importiere einfach mal 10 Stück, kosten dann schon 80. 20, 160. Ach, pass auf, scheiß drauf, 36. Einmalig 36 bitte importieren. Arschteuer, aber dann können wir unsere... Nee, warte mal, können wir die ausrüsten damit? Ich glaube nicht, ich glaube nur die hier. Warte mal, dann reichen ja auch 24. Dann müssten 24 reichen. Ich möchte das ändern. 24. So. Ich glaube, das... Ich bin mir nicht sicher, ob das so läuft, ehrlich gesagt. Aber kann ich denn hier bei... Da. Das, aber das darf ich das denn überhaupt? Kosten für die Schatzkammer 8. Okay, so geht das. Ja, dann kaufe ich ja lieber hier. Also ich kann das direkt von hier importieren für 8 pro Stück. Oder ich kann das kaufen. Dann würde ich sozusagen, okay, ich kaufe das jetzt im Dorf für 8 und dann verkaufe ich das an mich selbst für 4 und die 4 kriege ich dann zurück in die Schatzkammer von Rötzlingen. Ist, glaube ich, fast günstiger, oder? Also dann kriege ich ja, kostet mich das im Endeffekt halt einfach nur 4. Und 4, also 4 aus beiden Schatzkammern. Ich habe jetzt 2 Währungen. Den Scheiß muss ich kaufen mit meiner persönlichen Herrscherwährung. Das ist das hier. Und davon, also das heißt, ich importiere für 8 das Stück, diesen Harnisch von diesem Schatzbeutel. Das ist das sozusagen, was die Gemeinde hat. Das ist, was ich als Herrscher habe. Und dann kaufe ich für 4, ist sehr günstiger. Das macht schon Sinn. So, gefällt mir gut. Okay. An dieser Stelle müssen wir eine kleine Pause machen. Wir haben auf jeden Fall einen guten Plan, finde ich jetzt. Wir dürfen vielleicht... wir dürfen nicht vergessen hier, wenn ich das nächste Mal spiele. Ich neige ja so ein bisschen zur Vergesslichkeit. Hier noch eine zweite Hütte reinzusetzen. Weil wir müssen jetzt die Saison nutzen, um die Beeren zu pflücken, bevor es wieder Winter wird. Hier ist auch alles wunderbar. Wir werden sowas von Bier und Brot exportieren. 97% Zufriedenheit. Leute,
Das war eine gute Session. Wir haben alles auf Kurs gebracht. Wir haben eine neue Miliz. Wir haben jetzt diese Brustharnische bestellt, weshalb unsere Elite-Truppe noch mal krasser wird, die jetzt schon 24 Soldaten umfasst. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass wir diese Herrscher, dieses Prestige-Ding da oben, den Einfluss erhöhen. Und dann können wir das nächste Mal, das hauen wir den einfach weg. Und dann gewinnen wir und dann wird Rötzling die Welt beherrschen. Das wird super werden. Tipps sind gern gelesen auf YouTube in den Kommentaren, wenn ihr was zu sagen habt. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen, Freunde.